Liebe Friedensfreundinnen und liebe Friedensfreunde, der sogenannte Islamische Staat ist ein barbarisches Unternehmen und muss wirksam bekämpft werden, das ist wahr. Ein Syrien-Einsatz der Bundeswehr, wie er vor 2 Wochen im Bundestag beschlossen wurde, hat damit aber gar nichts zu tun. Dieser Bundeswehreinsatz ignoriert alle Erfahrungen aus 15 Jahren sogenannten Krieg gegen den Terror. Hätte die deutsche Regierung aus den vergangenen dieser Kriege gelernt, Afghanistan, Irak, Libyen, würde sie andere Wege gehen. Zum Beispiel im Umgang mit der Türkei, die dem sogenannten IS den Rücken frei hält. Zum Beispiel, indem Finanz- und Wirtschaftsbeziehungen zu IS-Sponsoren konsequent abgebrochen werden. Dann wüsste sie, dass Kriegstote nicht für ein Ende von Konflikten stehen, sondern am Anfang vieler weiterer Vergeltungsschläge, Kulturkriege und Machtkämpfe. Al-Qaida und ISIS haben offiziell dargelegt, wie ihre mittelfristige Planung aussieht. Anschläge in NATO-Staaten sollen westliche Militärschläge im Nahen und Mittleren Osten provozieren. Aus dem anschließenden Krieg gegen die NATO-Armeen wollen die Dschihadisten ideologische und militärstrategische Legitimation ziehen. Ziel ist ein apokalyptischer letzter Kampf zwischen Anhängern des Kalifats und sogenannten Ungläubigen. Teil dieser Strategie ist auch, dass sich alle Grauzonen auflösen und die Menschen sich in das binäre Schema ISIS oder NATO einfügen. Der Bundeswehreinsatz und der Beschluss des Bundestages passt als Reaktion in dieses Schwarz-Weiß-Raster. Genauso wie die Diskussion, ob nicht vielleicht doch noch zusätzliche Bodentruppen entsandt werden sollen. Auch der antimuslimische Rassismus eines Donald Trump in Nordamerika, des Front National in Frankreich oder hier der AfD spielt ISIS unmittelbar in die Hände. Das Perfide ist, diese Mechanismen sind natürlich nicht nur uns, die wir hier jetzt gemeinsam stehen, bekannt. Die herrschenden Staaten dürften wissen, welche zivilen Folgen ihr Handeln hat und nehmen es bewusst in Kauf, um aus der globalkapitalistischen Verteilungslogik nicht herauszufallen. Nur aus diesem Grund wird übrigens auch das momentan einzige fortschrittliche Projekt in Syrien international boykottiert. Felix hat es schon gesagt, die Kurden in Rojava erhalten keine Unterstützung, weil es der Türkei als NATO-Mitglied innenpolitisch und geostrategisch nicht in den Kram passt. Die Attentäter von Paris stammen alle aus Frankreich oder Belgien. Viele waren längst in Datenbanken der Polizei und der Geheimdienste gespeichert. Was hat es gebracht? Eine weitere Stärkung der Sicherheitsbehörden, neue Überwachungstechniken und schärfere Gesetze erscheinen uns vor diesem Hintergrund nicht als sinnvoll, sondern stärken Politiken der Angst und der Repression. Wir müssen gegen diese immer wiederkehrenden rechten Lösungsvorschläge grundsätzliche Gegenstrategien stark machen. Wie kommt es eigentlich, dass sich in den sozial zurückgelassenen Vororten von Paris, in Brüssel und auch im beschaulichen Bremen hier bei uns immer mehr Jugendliche dem Salafismus und Gruppen wie ISIS anschließen? Was tun wir, wenn Barbarei und fundamentalistische Mörderbanden in den Metropolen als Alternative zum Bestehenden gesehen und als Gegenkultur attraktiv für Jugendliche werden? Diesen Fragen müssen wir uns intensiver stellen. Unsere Position ist klar. Wir sind gegen den Einsatz der Bundeswehr in Syrien und gegen eine weitere Aufrüstung der Innenpolitik in Europa. Als Antwort auf den sogenannten IS helfen keine Bomben. Im Gegenteil, Schluss mit Rüstungsexporten wäre eine starke Waffe, verbunden mit dem Abbruch von Wirtschaftsverbindungen, die Terrorvereinigungen und Diktaturen helfen und legitimieren. Zur Bekämpfung des sogenannten IS muss der Druck auf die Türkei erhöht werden. Es ist unfassbar, dass Erdogan trotz seiner tödlichen Politik, Repressionspolitik gegen Kurdinnen und Kurden und kritische Oppositionelle so hofiert wird. Auf die Attentate von Paris darf keine Politik folgen, die der Einschränkung von Freiheits- und Menschenrechten in die Hände spielt. Vielen Dank.